Wenn eine Frau ihre Menstruationsblut nach Fastenbrechen sieht und nicht weiß, ob es vor oder nach Maghrib kam, ist das Fasten gültig oder nicht? Das hängt davon ab, was ist ihre höchstwahrscheinliche Meinung dazu. Ist bei dir eher höchstwahrscheinlich, dass du deine Blutung vor Maghrib bekommen hast? Dann musst du diesen Tag nachholen. Ist eher nach Maghrib, dann brauchst du nicht nachzuholen. Und da gibt es Indizien dafür. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Indizien. Zum Beispiel, wenn die Frau ihre Menstruation bekommt, wenn sie ihre Periode bekommt, Regel bekommt, ja? Dann gibt es Frauen zum Beispiel, das kommt bei ihnen erstmal, das fängt an mit Ziehen. Es gibt so ein Zieh, das zieht nach hinten, von vorne nach hinten Schmerz. Und dann bekommt diese Frau zum Beispiel etwas, vielleicht Haut in ihrer Haut oder beim Schlucken oder Schmerzen in einem Bereich. Und dann bekommt sie ein bisschen Schmiere, das ist gelblich oder bräunlich. Und danach, nach 5, 6 Stunden, bekommt sie ihre Periode. Dann weiß sie dadurch, dass es Periode ist oder nicht. Hat sie das bekommen? Nein. Diese Sachen, wann haben angefangen? Nach Maghrib erst. Aha. Dann weiß sie durch diese Indizien, meine Periode war nicht vor Maghrib, sondern nach Maghrib. Gab diese Indizien vor Maghrib, aha, dann ist das vor Maghrib. Und so kann sie das bestimmen. Wallahu ta'ala ala wa alam.